Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Grazer Derby, was sonst, ihr seht, das Ganze in schwarz gekleidet. Anders geht's heute nicht. Charles ist im Rucksack drinnen, also beste Ausrüstung für heute auf jeden Fall. Es wird wahnsinnig, es ist so viel drüber gesprochen worden in letzter Zeit unter Kollegen bei mir im Stream. Herzlich einladen und gerne auch bei mir auf Twitch vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Gerne mal ein Follow da lassen und beim nächsten Stream, vermutlich Montag, 20 Uhr vorbeischauen. Ich freue mich extrem drauf. Jetzt geht's mal zum Stadion. Es sind noch mal besondere Gäste heute dabei. Also extrem wilder Tag. Ich habe großen Hunger. Es gibt dann auch was mal zu essen, was zu trinken. Und dann freue ich mich einfach auf ein geiles Grazer Derby. 200. Derby, sogar Jubiläum. Also geiler Tag. Fehlt nur noch ein geiles Ergebnis. Ich bin angekommen beim Stadion. Der Turm hier. Es ist richtig viel los. Seit 12 Uhr treffen sich die Leute hier. Und wen ich schon getroffen habe, die Sturm Graz Supporters aus der UK. It was nice meeting you again. Guys, it's unbelievable. You fly from the UK to Austria. Just for supporting and watching Sturm Graz, incredible. Ja, beste Grüße an die zwei. Es ist wirklich geil, ihr müsst euch vorstellen, ich habe sie gerade auf Englisch gesagt, für die, die es nicht verstanden haben, die fliegen immer aus Großbritannien hierher, weil sie Sturmfans sind. Die haben auch Social Media Kanäle. Es ist geil. Wirklich schöne Grüße an die zwei, die sind richtig, richtig nett. Danke auch natürlich, dass ich die Sticker bekommen habe. Das ist jetzt der Sturm Graz Supporters UK. Die haben auch eigenes Merch, haben eigene T-Shirts mit. Also die sind wirklich verrückt, aber sehr, sehr, sehr sympathisch. Beim Stadion wie immer Flieger, der einen Sturm Graz Fahne hinterherzieht. Einiges an Polizei hier, auch ihr seht es, Schutzschilder hier, ja, vorne, Polizeisperre auf der Straße, es ist Derby. Ja, was das heutige Derby bedeutet, ich glaube, ich muss es gar nicht sagen, 200. Derby, 2007 das letzte Derby in der Bundesliga, Sturm gegen GAK, damals noch mit Mario Haas als Torschützen 1-0 gewonnen, jetzt auch endlich wieder ein Heimderby, die letzten zwei Jahre Cup waren krass, ich war dabei, ihr könnt gerne die alten Videos abchecken, es waren verrückte Spiele, was da passiert ist und es wird heute noch einmal ganz anders werden, weil Sturm Heimrecht hat. Die letzten zwei Mal hatte der GAK das Heimrecht. Heute sind mal fast, also ausschließlich Sturmfans im Stadion, auch auf der Lenkseite. Natürlich wird auch der ein oder andere GAK-Fan sitzen und irgendwie zu einer Karte gekommen sein, das ist eh klar. Aber heute hat der GAK nur seinen Sektor und Sturm das restliche Stadion. Also muss verrückt werden heute. Die Atmosphäre, ich habe Gänsehaut seit Tag, eigentlich seit zwei, drei Wochen. Ich rede mit allen Leuten im Stream, wie gesagt, schon so lange und so viel drüber. Und jetzt heute ist der Tag gekommen, jetzt geht's dann rein ins Stadion, ich freue mich. Heute wieder hier im Grave Club, ab hier nur mehr schwarz-weiß. Und ihr seht, es ein rosa Bändchen heute bekommen, Sturm Graz, aber Farbe soll egal sein, da geht's jetzt rein. So, bevor es jetzt für mich was zu essen gibt, gleich mal auf die Plätze. Es ist über eine Stunde vor Anpfiff, die ganze Nordtribüne ist voll. Und auch wenn man da nach rechts schaut, auch die GAK-Fans, es sind schon einige da. Man hört, es ist Derby und die Pfiffe von der anderen Seite. Es ist nochmal ordentlich laut. Jungs, das ist geil. Derby, Jungs. Derby. Letztes Mal, als der GAK das Heimrecht hatte, war ja, weil ich sonst nicht an Tickets gekommen bin, habe ich mir selbst ein VIP-Ticket hier gekauft. Heute musste ich es nicht selber kaufen. Großes Dankeschön an Soraya an der Stelle, dass ich heute hier wieder sitzen darf. Ich blende hier gleich was ein und zwar von Soraya gibt es eine richtig geile Aktion und zwar Best of Europe. Da könnt ihr kostenlos mitmachen. Jede Woche aufstellen, fünf Spieler, einen Tormann, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler, einen Stürmer und einen zusätzlichen Spieler. Wenn ihr eine Rare-Karte habt und die aufstellt, gibt es auch noch 20% plus auf die eine Karte. Und da könnt ihr wahnsinnig geile Preise gewinnen. Ihr könnt mit AC Milan zum Champions League Spiel fahren, ein VIP-Ticket für das El Clasico, VIP-Tickets für den Klassiker, generell Tickets. Ihr könnt Rare-Karten gewinnen, also ein richtig großer Preispool, den ihr da gewinnen könnt. Und das einfach nur, weil ihr digitale Sammelkarten habt. Also eine richtig, richtig coole Sache. Dankeschön an Soraya. Und ja, es ist verrückt vom Handy, von einem Spiel, was du einfach digital spielen kannst. Kriegst du eine Experience, also kriegst du die Möglichkeit, so eine Experience im Stadion zu erleben. Ich habe die Möglichkeit, heute hier zu sitzen, Grazer Derby, 200. Grazer Derby. Ja, große Danke an Soraya. Meine Aufstellung habt ihr auch gesehen, die ich gemacht habe. Ich glaube, dass City sehr, sehr gut performen wird in der Champions League. Aber ich habe es nicht nehmen lassen, auch wen aus der österreichischen Bundesliga hinzuzufügen. Und in dem Sinne, ich freue mich jetzt aufs Derby. Vielen Dank an Soraya und Daumen sind gedrückt. Jetzt aber auch noch kurz der sportliche Ausblick. Ja, Grazer K, Tabellenletzter als Aufsteiger. Muss man ehrlicherweise sagen, die Leistungen von ihnen waren nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz unten jetzt eigentlich ausschauen lässt. Da waren einige unglückliche Spiele dabei, also man darf die GAK heute auf keinen Fall unterschätzen. Aber wie gesagt, die Ausgangslage ist klar, Sturm erster, Doublesieger, Top-Marktwerte von den Spielern, also individuelle Klasse ist auf jeden Fall größer als vom GAK von den Einzelspielern.
Sturm muss heute eigentlich gewinnen, alles andere wäre enttäuschend für Sturm. Jeder Punktgewinn, den der GAK hier heute erreichen kann, wäre ein absoluter Gewinn, ein absoluter Sieg für den GAK. Deswegen, ja, Sturm ist auf jeden Fall Favorit, Sturm hat den Druck, aber ich bin guter Dinge bei Schlag den Frieden. War meine Prediction 3-0 für Sturm. Ja, viele Leute zweifeln auch ein bisschen, dass es knapp wird, dass vielleicht der GAK genau in dem Spiel auch mal den Freihandschlag gelingen kann. Ich hoffe natürlich nicht, aber ja, es ist alles möglich. Du hast jetzt einen eigenen Gesetz. Das ist, glaube ich, der Satz, den man in den letzten 1,5 Wochen am öftersten gehört hat. Ganz egal. Mein Hunger ist groß, nicht mal wohl zu trinken, was zu essen drinnen. Immer rein. Wir fangen wie immer an bei den Vorspeisen. Ich blende euch da auch ein, was es genau gibt. Ihr seht es hier, Salat, die Wraps. Ja, schaut doch schon sehr, sehr schön aus, was man hier als Vorspeise holen kann. Der erste Teller, ihr seht es, bisschen Salat, ein Wrap und so Salami-Stückchen. Lass mich schmecken. Der Teller leer. Vorspeise top. Wrap, sehr saftiger Lachs, hat gut geschmeckt. Und ja, Salat ist Salat, aber ein paar Vitamine schaden nicht. Beste Grüße an meinen Trainer. Morgen ist Match. Zweiter Gang, die gegrillte Hühnerbrust. Ich blende euch da ein, was es alles gibt. Vielleicht wird es nachher noch was, aber... Schaut doch wirklich schon mal sehr, sehr gut aus. Der Service war extrem schnell. Teller schon weg, bevor ich das Handy überhaupt rausholen konnte. Ich muss sagen, so saftig und zart. Der Reis dazu auch in Ordnung. Die Currysoße top. Das hat mir gut geschmeckt. Sehr, sehr geiles Essen. Aber ja, ich bin jetzt mal voll nach. Da gibt es natürlich auch eine Nachspeise. Nehmen noch eine geile Süßigkeit mit auf dem Weg. Und jetzt geht es dann raus auf die Plätze. Und ich freue mich. Ausstellungen sind auch schon draußen, aber dazu nachher mehr. Hier im VIP gibt es auch immer so Snacks zu nehmen. Ich habe keinen Platz mehr im Magen, aber sowas kann man sich bei einem nächsten Mal auf jeden Fall gönnen. Auf die Mannschaft geht nochmal rein. Ihr seht es, den Applaus. Rechts der GAK und heute alle Sturmfans hier auf der Längsseite. Ich will gar nicht zu viel reden. Hört's rein. Ganz Graz in Schwarz, ihr seht es auch da. Immer vor dem Spiel die Ausstellungen. Einmal Sturm, einmal der GAK. Schauen wir mal, B-Ref, Jatta. Ja, wir werden Tore machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vom GAK heute Chikur und Moderna vorne. Also die wollen auf jeden Fall offensiv nochmal einen Akzent setzen. Haben so, glaube ich, noch nie gemeinsam begonnen. Habe ich nicht auswendig im Kopf, aber glaube ich. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. 206 Grazer Derby. Was soll ich euch sagen? Ein Wahnsinn. Meine Prediction auch schon, Schlag der Frieden 3-0. Ich bleib dabei. B-Ref wird treffen. Jetzt im Stadion auf der Plätze angekommen. Thiago heute auch dabei. Finn, erstens mal schön, dass du in Österreich bist. Grazer Derby. Wie ist die Stimmung bisher? Geil, ich freue mich. Sturmfest war so richtig Stimmung bei dir. Wie geht's aus? Boah, ich glaube 4-0 Sturm. Ui, nehm ich. Ja, so. Aufstellungen von Sturm. Sie sind FIFA, man hört sie gar nicht. Ihr seht das ganze Stadion in Schwarz-Weiß, vereinzelt mal bei Rot dazwischendurch. Und damit meine ich nicht die Leute vom Roten Kreuz. Und da drüben steht Love to Death bei der Choreo vom GRK. Und Sturm hat gleich hier auch einen Schriftzug aufgesetzt mit Love at you till death. Und unten sieht man auch die Choreografie, wenn ich durch die Straßen gehe, singe ich Sturm Grazer Lied. Wer mich kennt, ich bin ein guter Gastgeber. Natürlich, ich habe einen Schal mit. Aber ich habe auch einen Schal hier bei meinen Kollegen. Rose! It's danke dir, Mann! Yeah. Aber dann auf jeden Fall zum Halbgewalt. Hi! Sehr nice! Viel Spaß! Oh, danke! Also ihr seht ja die Choreo schon. Zettel oben links schwarz-weiß, in der Mitte grau, eben die Straße, wo sie durchgehen, wo wir alle durchgehen. Ja, schön, sehr geil. Da kommen auch die Spieler jetzt. Ihr seht Leon Grigic, Jakob Hödel. Borkovic, der verletzte Stankovic hinten. Ja, können leider gerade nicht mitwirken, aber die Jungs werden es richten. So, und in der Mitte noch jetzt mal hochgezogen. Die Sturmszene. Alles Jules, Regatta, alle sind dabei. Beide Mannschaften kommen rein. Vorne schießt sich der Alexander Hakan, über den wurde gesprochen. In der Jugend beim GAK gespielt. Links Sturm, Kapitän Kitaschwili. Rechts der GAK. Jetzt links und rechts sind die Zettel nach oben, in der Mitte sind die Zettel weg und die Fahnen rausgeholt. Geile Choreo. Und auch beim GAK drüben eine Choreo. Ihr seht es, Leute mit dem Schal. So, und jetzt werden auch die Pyros gezündet.
So ein Headbutt-Login, der in den Feuerwehrskonzert RAI zu internationalen Erfolgen führte, war Sturm sehr verbunden. Schöne Geste, die Schweigeminute von allen eingehalten. Sehr schön. So, und jetzt auch ein DRK drüben, Pyros. Die erste Schiedsrichterentscheidung wird schon komplett kritisiert. Ihr seht es, das ist Derby. Wir sind Pflegealverein und sehr, sehr respektvoll Umgang auch gegenüber. Ihr kennt mich. Ich freue mich jetzt auf das Spiel. Du holst den Sieg. Ja, sicher. Ja, Jungs, Spielunterbrechung. Ja, Nebel ist zu viel. Ich bin schon sachlich aufs Spielfeld geflogen. Ich vermute mal aus der Zecke. Ich habe es noch nicht gesehen. Die GRK-Spieler räumen es auch weg. Auf jetzt, auf den Kämpfen, Siegen! Auf jetzt, auf den Kämpfen, Siegen! Auf die Vorzeit! Auf die Vorzeit! Ich finde es sehr geil, Christian Ilzer ganz in Schwarz angezogen. Auch er hat sich dran gehalten. Natürlich auch Spruchbänder vom GRK. Ihr seht es. Der wird schon provoziert. Moderna gibt der Hofer einen Stoß, mit obwohl der Ball schon weg war. Und Schiedsrichter probiert zu schlichten. Der Schiedsrichter wurde vor der Partie viel diskutiert. Hat er beim GRK in der Jugend gespielt? Na, glaube ich auch, dass es nicht leicht ist für ihn. Prinzipiell finde ich, dass es kein schlechter Schiedsrichter ist. Da, ob man auch ihm einen Gefallen damit tut, ihn für dieses Spiel zu nominieren. Weiß ich nicht, aber bisher in Ordnung. Ja, Jungs, Eckball ist das ganze Stadion steht. Komm, 1-0. Oh, gute Ecke. Und man sieht auch, wie kompakt der GAK steht. Das sind alle in der eigenen Hälfte. Gerade waren die zwei Spieler auch noch 10 Meter weiter hinten. Also die spielen defensiv sehr, sehr stabil bisher. Ja, klar, dass der GAK dann nicht auf Vollpressing Angriff spielen wird. Jetzt gehen von einer stabilen Defensive aus. Hat, glaube ich, sogar Gerhard Messner in der PK vor dem Spiel gesagt. Aber ja, das ist ja, wie gesagt, von vornherein klar. Erster Abschluss. So, und jetzt rennt der Konter. Böwing, komm mit Tempo jetzt. Voll. Muss Geld sein. Rein. Und die Leute stehen auch alle auf hier. Ihr seht, was das heute für eine Stimmung hier im Stadion ist. Das ist Wahnsinn. Von links hier Kritik an der Stadtregierung. In Graz brechen sich die Länge einer Legislaturperiode in Machbarkeitsstudien. Und dazu wieder die Forderung nach einer Heimat. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr verlogen gewesen von der Stadtregierung. Es war klar, dass sie sich finanziell nicht leisten können, um die ganze Zeit Studie dort zu werden. Also, das war keine saubere Sache von der Stadt.
so eine größere Pyroanlage links. Und da ist jetzt alles dabei, schwarze, weiße Rauchtöpfe, Pyros links. Oh, sehr geil, von den Jewels da, sieht fein aus. Karte jetzt! Kriegt die gelbe Karte fürs Jubeln! Die Fans von hier haben sogar ein Büro auf die Spieler geworfen! Unnötig Jubeln vom Sektor! Emotionen, Derby, okay, aber trotzdem. Ja, gelb für Gazibegovic, der macht einen direkten Freistoß aus 30 Metern! Danke! Wahnsinn, Gazibegovic, was für ein Tor! Über 30 Metern, der haut den Ball rein! Komplett verrückt! Jetzt checkt der VAR die Szene! Oh, Wahnsinn! Tor zählt, 1-0! Beste Grüße an Gazi. Oh, was ein geiles Tor. Ja. Das ist das ganze Stadion. Schaut euch das an. Wahnsinn. Absolut krank, man, wie gesagt, so lange über dieses Derby geredet, es ist es soweit und brutal, Stimmung, alles und das Ergebnis auch top, sehr geil. Das hat der Bundesliga auf jeden Fall gefehlt, ja. Eins gibt es auf jeden Fall heuer noch, schauen wir mal, ob noch weitere dazukommen. Wir drei Gäste zum Nummer 21. Chachi! Chachi! Es geht noch lauter. Chachi! So, Tor zählt, wurde gecheckt, aber alles gut. 2-0. Das ganze Stadion. Wow, das Stadion leer, die Stimmung macht. Glaubt ihr wirklich, Graz ist eure Stadt? PHK. Offensiv wirklich stark, noch von Pyotr, ein guter Abschluss. Ja, jetzt wird gleich Halbzeit sein, ich sag's. Halbzeitpfiff, 2-0. Was für eine erste Halbzeit, sportlich 2-0 am Anfang. Der GRK ist richtig, richtig kompakt gestanden. Da dachte ich mir echt, okay, die sind defensiv gut eingestellt, aber
ja, Sturm hat natürlich das Spiel dominiert und der Freistoß hat es dann das Ganze ein bisschen gelöst. Danach gab es immer mehr Chancen. 2-0 noch nachgelegt, wie gesagt, von Gazibegovic. Krankes Spiel. Ja, er muss ein bisschen aufpassen, er hat Gelb. Und man fühlt sich, ja, GAK, die eine oder andere gute Umschaltsituation, aber nicht fertig ausgespielt. Deswegen 2-0 geht absolut in Ordnung. Kommen wir auf die zweite Halbzeit, aber jetzt in der Halbzeit natürlich mal ein kleiner süßer Nachtisch. Es gibt einen warmen Apfelschorle mit Vanillesoße, dieses Küchlein und die Creme da. Was lasse ich mir schmecken? Kurze Bewertung. Das Küchlein 7,5 von 10, die Creme 8 von 10, der Apfelstrudel 10 von 10, der war krank geil. Und Matteo und Henry getroffen, bitte, wollt ihr ihn grüßen? Also ich grüße meinen Vater und meine Mutter. Ich grüße auch meine Eltern. Grüße gehen auch noch. Das ist sehr nett von euch. Die Halbzeit ist gerade losgegangen, rechts nochmal ein Banner, Hate You to Death, die Fortsetzung von der Choreo in der ersten Halbzeit. Ja, ihr seht es. Was eine Pyroshow! Und da drüben auch ein paar Pyros gezogen, aber das ist Wahnsinn! Und verrückte Pyro-Einlage von den Fans. Wahnsinn, wie geil. Aber was nicht so geil ist, Sturm, Anschlusstreffer kassiert. Es steht 2-1 gleich nach Abpfiff. Freistoß rein, verlängert den Kopf rüber. Aber ja, 2-1. Tor zählt nicht, abseits! Tor zählt nicht, ja! Kommando zurück, abseits. 2-0 weiterhin, kein Anschlusstreffer. Oh, wie wichtig! Wahnsinn, das Spiel. Es hat schon wieder so viel, was er so ein Spiel geil macht. Das spielt schon wieder mit meinen Emotionen, aber gerade Gott sei Dank positiv. Ja! Und im Gegenzug, Sturm macht es 3-0. Was geht ab? Mika Pirov, ich habe es noch gesagt, Mika Pirov macht es 3-0. Was geht ab? Er kommt genau rechtzeitig. Ich hab alles verpasst. Er hat alles verpasst. Schaut sich das an. 50. Spiel und das 3-0 für den SK Pumpen über Stuttgart. Und er fliegt schon wieder. Die Rücken Nummer 18. Die Dramaturgie ist Wahnsinn. K 2-1, zählt nicht. Sturm 3-0, diese Pyroshow, Wahnsinn. Oh, gute Parade. Stark, Skerpen. Ja! Jetzt steht 3-1. Am 50. Minute 3-1, also die zweite Halbzeit ist crazy. Eckball, ich glaube, Aibu wollte das erste Tag gerade Skerpen, dann ist Skerpen nicht mehr nur ganz komisch hingekommen und Aibu hat ihn dann beim Klärungsversuch selber reingehauen. GAK erzielt ein Tor. Und der Fliegenböller, unnötig, unnötig. Man muss dazu sagen, ich habe vorhin einen gelesen auf der Fanseite von GAK auf Instagram, dass keine Böller mitgenommen werden sollen. Ja, jetzt fliegen hier Böller. Böller gehören nicht ins Stadion. Fertig. Nächster Angriff, Fans. 2-3. Aber ich würde sagen, ich glaube aber, dass der im Abseits war. Ich glaube, Abseits. Aber was passiert?
Benjamin Rosenberger schießt vermeintlich jetzt mal das 3:2. Schiedsrichter beruhigt, GAK steht schon hier. Sturm hat sich hier den Ball wieder von hinten genommen. Vorher wird es auflösen. Da ist natürlich die Stimmung jetzt hervorragend. Okay, es war kein Abseits. Schiedsrichter zeigt nach vorne. Tor dürfte zählen. 3:2. Was ist das für ein Spiel? Hier steht es 3:2. Es ist echt Fußball, es ist alles möglich, immer. Ich hätte nie gedacht, dass ich ja gar zwei Tore schießt. Und vor allem jetzt innerhalb von ein paar Minuten. Derby halt. Mal auf Böwing. Böwing, Abschluss. Schade. Gute Aktion. Der Link steht, wir haben mal nachgeschlagen. Punkt, Punkt, Punkt. Da kommt noch was. Oh! Nächste gute Aktion. Da ist jetzt das nächste, was steht. Geil aus. So, man muss aber ehrlich sagen, ist es wirklich eines Grazer Derbys würdig. Die Stimmung, die Atmosphäre im Stadion, top. Also, da haben sich wirklich beide Fanlager einiges einfallen lassen. Oh, stark Antritt. Sag ehrlich, mit so einer Leistung, wenn man konsequent angreift und in der Verteidigung stabil steht, dann kann man auch gegen Lissabon am unteren Woche einen Punkt holen. Auch wenn es um einiges schwieriger wird. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Aber genug für die Zukunft geredet. Gehen wir zurück ins Spiel. Ich muss es, glaube ich, gar nicht kommentieren. Und jetzt kommen noch die Zwischenstände von Ligaportal. Salzburg ist 0-1 hinten. Man hört, es geht durchs Stadion. Ja, Alltag führt. So, und jetzt der nächste Anrufband. Das ist ein Feuer in der Nacht. Oh, starke Aktion. Oh. Chikur kann es nicht glauben. Das ganze Stadion kann es nicht glauben. Verrückt. Der ist einfach zu gut. Oben, was reimt sich auf 10 Runden ohne Sieg? Direkter Wiederabstieg. Was reimt sich auf 10 Runden ohne Sieg? Direkter Wiederabstieg. One life with friends is without a win. Immediate direct relegation. And here comes Sturm. Oh! Der muss rein. Wahnsinnschance. Was ist das für ein Spiel? Das ist verrückt, das hat alles. Das ist gewaltig, das ist gewaltig. Schöner Ball, Robert steckt ihn durch. Sturm again. Sturm make it 5. Oh, wieder nicht! Chancenhufer. Jetzt muss ich mal einer ran. Sie spielen so gut. Chancen. Es ist wirklich eindeutig spielerisch. Und der nächste Angriff rollt eine Minute später. Böwing mit Tempo links wieder. Er schickt Torwart. Direkt Böwing. Ja! Oh, 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 oh.
dafür. Oh, so viele gute Chancen, so gut gespielt. Sturm ist endlich wieder voll da. Wieder spielt ein Traumabschluss. 80. Spielminute, das 5:2 für den Essener und für den Basel-Platz. Und wir feiern uns in den Torschuss mit der Rücken Nummer 10, der Kapitän, Obzar! Kitaschwili, geil, schön. Du hast dir absolut das richtige Spiel ausgesucht, ja, vorbeizukommen. Ich krank. Bin froh, Mann. Diesmal habe ich kein Pech gebracht im Heimteam. 7 Tore, was passiert, Mann? Und so wie es aussieht, könnte noch eins fallen. Ja, ehrlich. Kitaschwili wird ausgewechselt, alle stehen auf und applaudieren. Böwing geht auch raus. Gut gespielt, aber. 8 Tage. Ja, okay. Guter Abschluss. Nächster Abschluss. Derby-Sieger heilt das Stadion. Nächste Chance noch. Aber abseits. Wollen noch eine schöne Kombination zum Schluss kommen. Dann wird es 6. Dann wird es 6. 5:2. Spieler des Spiels. Yusuf Gazibegovic. Auch die GRK-Spieler gehen zur Kurve hin. Da wird gerade nochmal eine Ansage gemacht. Ich verstehe leider nicht, es ist zu laut. Aber ja, die nächste Niederlage. 10 Spiele ohne Sieg. Die Spieler gehen durch, kriegen ihren verdienten Applaus. Ach, geiles Spiel. Man hört. Auf Wiedersehen. Steht da, feiert, das ist absolut verrückt. 5:2. Also, ich habe mit vielen gerechnet, dass nochmal so viele Tore fallen. Das ist ein verdienter Sieg. Die AK hat nach der halben Pause eine gute Phase gehabt, aber ehrlicherweise, man muss sagen, Sturm verdienter Sieg. Und mit den Torchancen, die sie hatten, hätte es auch 6, 7, 8, 9 Tore geben können für Sturm heute. Es war wie gegen Salzburg. Viele gute Chancen, aber ja, einige ausgelassen. Aber ich, wie gesagt, ich bin wirklich guter Dinge, wenn man halbwegs an diesen Leistungen anknüpfen kann unter der Woche in der Champions League, dann ist auch da einiges möglich. Aber entweder ist man ein Derby-Sieg gefeiert. Man muss sagen, ehrlich, der GRK, ersten 20 Minuten gut verteidigt, aber ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie halt hinten waren, waren sie natürlich auch hinten ein bisschen offener. Ja, man merkt halt natürlich, die sind auch verunsichert, da ist kein Selbstbewusstsein da, die haben noch kein Spiel gewonnen. Ja, schauen wir mal. Aber ja, viele Leute reden natürlich schon über Abstieg, man muss auch ehrlicherweise sagen, der Abstieg wird halt erst ausgemacht nach der Punkteteilung. Alltag ist nicht abgestiegen, Mira ist damals abgestiegen, obwohl Alltag weniger Punkte gesammelt hatte. Deswegen Punktoabstieg etc., das wird glaube ich noch sehr spannend werden, wenn es erwischen wird, aber ja. So, Noah, wie war das Spiel? Ja, unglaublich. Dass wir gegen die Roten gewonnen haben. Vor allem auch deutlich so. Vor allem so deutlich, ja. Kurz war es einmal knapp. Haben wir es kurz zittern lassen, aber haben wir brav zu Ende gespielt. So ist es. Unglaublich. Seht's wie ein Meidling.
Ich bin mit dem Zug schon wieder zurück in Wien und ja, noch einmal Revue passieren lassen. Erstmal ein großes Dankeschön an Sorare, wie immer ganz oben verlinkt. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass ich das da erleben kann, dass ich da immer wieder Tickets zur Verfügung gestellt bekomme. Großes Dankeschön an der Stelle und jetzt zusammenfassend, das Spiel war wirklich absolut verrückt, atmosphärisch geil, geile Choreos, also von Sturm wieder überragend. Das habe ich wieder mal Silvester gefeiert im Oktober, also es war crazy, aber Stimmung generell wirklich geil. Beide Fanlager haben Gas gegeben und ja, spielerisch war es eindeutig. Ich habe gerade die Statistik angeschaut. Sturm über 30 Schüsse, über 10 Torschüsse. Also es war schon richtig, richtig stark. GRK dann Anfang der zweiten Halbzeit auch gut. Da war es dann wirklich nochmal so, dass man gedacht hat, okay, kommt der GRK nochmal ganz ran, können sie ausgleichen. Wird es nochmal so ein enges Spiel wie beim letzten Derby, wo sie vielleicht sogar in Führung gehen oder zumindest ausgleichen. Ist es dann nicht geworden. Sturm hat nachgesetzt und ja, auch im Endeffekt einen verdienten Sieg geholt. So ehrlich muss man sein, das war mehr als verdient. Sie hätten auch noch mehr Tore schießen können. Die Chancen, die sie gehabt haben, waren ja Wahnsinn. Ich meine, natürlich die Tore, die reingegangen sind, waren auch Tore, die nicht immer reingehen. Und ja, 100%ige Chancen, die nicht gemacht worden sind. Ich würde sagen, mit 5 Toren, ich kann mich nicht beschweren. Und es ist auch in Ordnung, wie es ausgegangen ist. Verdienter Sieg, es war richtig, richtig geil. Derby, das Spiel musstest du einfach gewinnen, Sturm Graz. Du musstest gewinnen. Also ich habe es ja jede Folge gesagt, ja, jeder Punktgewinn für den GK wäre ein riesiger Gewinn gewesen. Und ja, mich hat es auch außerdem sehr gefreut, heute Fiago kennenzulernen, der mit seinem Kollegen dabei war, plus auch die von ADA Bundesliga mit dem Podcast. Der Kollege war auch dabei, der ist nicht im Video, glaube ich, vorgekommen, aber auch ein richtig, richtig sympathischer, netter Typ. Also alle drei, liebe Grüße an der Stelle, hat mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Vielleicht sieht man sich wieder mal in Zukunft beim Spiel, würde mich echt freuen. Also wirklich, die drei ist sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nett. Ja, liebe Grüße an der Stelle und ja, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt noch ab nach Hause, Video schneiden, morgen habe ich selber ein Match. Freue mich noch schneiden, es wird geil. Super Spiel, danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, Kommentar auch da lassen. Und ja, liebe Grüße noch an der Stelle, an die zwei, die vor der Zug getroffen haben, sind noch nett unterhalten. Jetzt auf der Zug nach Hause, von dem Fall, wir werden nichts anderes zu sagen. Also haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.